Ja, das waren kleine hochinteressante Bilder. Elmar May bei uns hat im Garten aufgebaut, die Trends von der größten Gartenmesse der Welt mitgebracht. Und das ist ein Ding, Elmar, das gibt's noch gar nicht im Laden. Das ist ein Roller zum Aufrollen für den Gartenschlauch. Und normalerweise muss man ja da unten sonst immer rumfummeln und so kann man halt relativ bequem. Die Leute werden ja immer älter und dementsprechend muss man halt auch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, dass die Sachen bequemer werden. Auch die großen Räder, man kann es viel besser durch den Garten fahren. Ab wann gibt es den im Laden? Weil der Prototyp ist ja schon kaputt. Ja, den wird es im Frühjahr geben. Also ist dann alles noch sehr vorsichtig zu genießen. Ja. Handmuster zum Teil. Diese Dinger gibt es schon zu kaufen. Das sind so Plastik-Allzweck. Ja, das sind halt sehr flexibel. Ich meine, es gibt halt die in richtig guten Signalfarben. Mhm. Weil wenn ich das im Garten stehen habe und... Das steht ja noch bis nächstes Jahr, ne? Man fällt dann auch schon mal drüber und so. Also von daher, und jetzt gerade der Herbst kommt, da kann ich eben Wasser reintun oder ich kann Laub reintun, kann es dann wie so eine Einkaufstasche tragen. Das sind ganz nützliche Helfer für den Garten. Das Ding ist auch nützlich, ist aber keine Tasche zum Tragen, sondern das, wenn Sie es mal angucken wollen, ist ein Töpfchen. Ja, und zwar, das sieht da wirklich aus wie Leder, also ganz hochwertig. Ja. Das sind alte Autoreifen. Ja. Das hat so eine ganz witzige Geschichte, gibt es in verschiedenen Formen. Und da kommt das Bäumchen dann rein. Da kommt das, ist der schwer. So, aber das Schöne ist halt, es ist recycelbar Material und es ist wetterfest ohne Ende. Ich habe Rücken. Was hast du denn da noch dabei? Alles Recycling-Sachen? Ja, ich habe also hier, das sind Übertöpfe für den Indoor-Bereich, aber die schauen also sehr fest aus, aber wenn ich dann meinetwegen hergehe. Was hier sind zum die? Beispiel, der ist aus Kork. Das gibt also welche, da sind dann verschiedene Pflanzenfasern drin. Also alles Recyclingmaterial mit ein bisschen Kunststoff dann halt dicht gemacht. Und das auch? Das ist auch nochmal aus dem alten Autoreifen. Heiß. Also wunderbar, weil die Textur ist also auch gleich dabei. Und riecht auch wie ein alter Autoreifen. Ja, aber man kann das nicht mehr durch den Garten damit fahren. Ja. Materialienmix ist auch das große Stichwort, wenn es um Gartenmöbel geht. Auch da waren auf der größten Gartenmesse der Welt natürlich alle Highlights vertreten. Gucken wir mal gemeinsam rein.